Vroom, 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 vroom. Dankeschön. Ob es da unten noch was gibt? Nee. Und da oben komme ich nicht rein? Da bin ich ja weit gekommen. Da vorne ist das Tor zu. Wie kriegen wir das auf? Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie durchbrechen kann. Ich probiere das natürlich gleich mal, aber ich gucke mich trotzdem noch mal ganz kurz hier um. Hier haben wir, glaube ich, die Flaschen rausgeschmissen. Ups. Jo, hier waren wir schon. Hier ist nix. Und da unten ist da auch nix. Und wir kommen auch gar nicht dahin, selbst wenn da was wäre. Die Frage ist, wie wir da jetzt durchkommen. Kommen wir denn da rein? Offenbar gar nicht. Das sind aber Sachen. Sachen. Das sind Sachen. Okay, ich kam hier rein. Kann ich da irgendwie nach links durch? Nee, ne? Ach doch, hier. Guck mal. Patronen haben wir genug. Das war seine Schießscharte, wo wir den weggeballert haben. Alter, haben wir hier alles ausgelöscht. Ich fühle mich ein bisschen schäbig, muss ich ja sagen. Auch wenn die natürlich alle scheiße waren. Andererseits wollten die natürlich gerade vergewaltigen und so. Ach, guck mal hier. Gut, viel brauchen wir davon eh nicht mehr. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Aber wie öffnen wir das? Ah. So. Da öffnet sich Tor. Ach komm. So. Und weiter geht's in die Dunkelheit. Zur nächsten Station. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh ja. Okay, wir können nie genug Filter haben, deswegen steige ich schon wieder aus und hole mir den nächsten Filter. Und dann... Na, ich will den Filter haben, Junge. Da. Da kommen wir nicht durch, nee. Und dann pumpe ich mal ganz kurz die Taschenlampe wieder auf. So, und weiter geht's in die Dunkelheit. Ich bin sehr gespannt. Ich verbringe die Hälfte des Spiels damit, die Taschenlampe aufzuladen. Was ist los mit dir? Zu wach! Der Boss hat gesagt, wenn wir nur einen von den Spitzen durchlassen, kriegt er unser Mann. Und dann Scheiße, die haben eh Helmlampen. Geh weg, ich will dich nicht töten. Ich will dich nicht töten, komm. Zwing mich nicht, dich zu töten. Bleib ruhig, bleib ruhig. Es hilft ja nichts. Okay. Ich will die nicht töten, aber ich werde ja gezwungen dazu. Denn wir fahren mit einem äußerst auffälligen Schienengefährt und die haben immer ihre Helmlampen an. Und da komme ich leider nicht drum rum um die Helmlampen. Keine Ahnung, wo die waren, aber vielen Dank. Haben wir da noch eine Spende drin? Nee.
So. Na gut. Wenn er sonst nichts dabei hat. Dann holen wir eben das Gefährt. Da müssen wir nachher nicht mehr zurück. Und das Gefährt, ich schleife das halt die ganze Strecke mit. Weil ich das einfach nicht zurücklassen will. Die haben das so sorgsam zusammengeschraubt, dass ich das auf keinen Fall hier in den Metrotunneln liegen lassen werde. Eine Weiche. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht durch. Das sieht nicht gesund aus. Ich würde gerne ein Safe Game machen. Alter. Was machen die hier unten mit den Leuten? Ach du Scheiße. Der Tod war noch zu gut für euch. Oh oh. Hätte ich Gnade vor Rechter gehen sollen? Gut, wir spielen ein bisschen Stealth Mode. Die ausgeschossen? Jawohl. Ich hab dich gesehen. Ich gebe dir sogar Trinkgeld darauf, mein Freund. So, was macht ihr mit Frauen und Kindern hier? Hä? Was macht ihr? Alter, diese Bastarde. Man soll ja nicht in Selbstjustiz ausarten. Guck mal, so mit Badewanne und so. Gut geht's denn hier. Freut mich ja für die. Man soll ja nicht in Selbstjustiz ausarten, aber irgendwo ist auch die Grenze. Die Frage ist, können wir Frau und Kinder noch retten? Bitte, bitte, verschon uns! Du bist ein Schwein! Mörder! Jemand sagte mir einmal, dass die Metro auf dem Wasser steht. Normalerweise kann es nicht in die Tunnels eindringen. Die bewohnten Stationen haben Pumpen, die Tag und Nacht arbeiten, um das Wasser rauszuhalten, das von draußen hereinsickert. Aber es gibt auch Orte wie diesen hier,
wo die Tunnels sich in unterirdische Flüsse und die Stationen sich in Inseln verwandelt haben. Das wird mich nicht aufhalten. Ich werde meine Verfolgung auch auf dem Wasser fortsetzen. Die Tretiatowskaja ist bereits in Sicht. Aufs Maul! Wo seid ihr hin, ihr Feiglinge? Wie können die so schnell weg sein? Scheiße. Und was haben sie gemacht? Na, was sie machen wollten, das ist ja offensichtlich. Alter. Ich will gar nicht wissen, was die mit dem gemacht haben. Ich sag dazu gar nichts. Die arme Sau. Die Frage ist nur, wo ist die Frau? Und was ist das da hinten? Okay. Ich verstehe. So, wo geht's jetzt lang? Nach Venedig geht's nach links. Stanze, was? Zaproschene. Ach, die verbotene Station ist rechts. Ich würde sagen, wir statten mal der verbotenen Station einen kleinen Besuch an. Der verbotenen Station. Ach. So, weiche Stellen. Zack. So. Jetzt können wir ja Licht anmachen. Und ich frage mich, ob wir da hinten durchkommen. Nein! Da kommt man wohl nicht durch. Ich guck mal, ob wir vielleicht doch irgendwas bewirken können. Au, 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 au! Na! Oh nein. Ich glaube, die Karre ist im Arsch. Scheiße. Und der Helm ist auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ja, ich mache es schon. Und wir befinden uns, glaube ich, in der verbotenen Station. Ich bin mir ja gar nicht so sicher. Ich sehe überall Weichen. Ach, jetzt sind wir wieder... Hä? Wir sind wieder hier? Nee. Das kann doch nicht sein. Na super, jetzt haben wir einfach nur die Karre zu Schrott gefahren. Geil. Scheiße. Oh oh.